Servus Freunde, herzlich willkommen hier zu einer weiteren Ausgabe vom Winter Resort Simulator. Ja, ich bin jetzt der Public Beta beigetreten und deswegen haben wir schon wieder hier ein Update hier, und zwar Update 5. Da können Maps über den Workshop hinzugefügt und geteilt werden. Das heißt, wir werden uns in Kürze mal eine Mod-Map ansehen. Da gibt es schon welche. Benutzerdefinierte Pistenpläne und Minimaps ab sofort verfügbar. Das finde ich sehr geil. Beschriftung Gipfeltreff am Pistenplan behoben. Modding SDK wird in der nächsten Woche aktualisiert und erweitert. Einige Prefabs behoben und ein Easter Egg Prefab hinzugefügt. Kleine Bugsfixes beim 3S garantieren. Also beim 3-Schienen garantieren. Ja, das ist doch gar nicht mal so schlecht. So, und da sind wir jetzt in unserer wunderschönen Skiregion. Ja, wir haben schon ein paar Häuser hier implementiert, würde ich mal behaupten. Im Dorf besteht schon mal wieder. Das ist schon mal nicht so schlecht. Wir haben hier auch beim Parkplatz, müssen wir auf jeden Fall noch ein paar Autos dementsprechend positionieren. Wir haben hier eins der Lifte. Da müssen wir noch überall die Absperrung hinmachen, damit das mal auch sehen. Gut, da geht's lang. Hier haben wir uns schon mal eine Piste mit einem Pistenpulli vorgezeichnet. Also hier soll später auf jeden Fall eine Piste runtergehen. Die ist sogar relativ schön. Muss mal schauen, vielleicht machen wir sogar hier auch so einen Stichweg rüber. Technisch wäre es ja machbar, wir müssen aber auf jeden Fall hier noch alles so ein bisschen höher ziehen. Wir haben auch hier das Problem, dass das viel zu tief ist. Da fällt man runter, das muss auf eine Höhe vom Schnee her gebracht werden. Da müssen wir uns auf jeden Fall noch einiges beschäftigen. Ihr habt es wahrscheinlich in der letzten Timelapse gesehen. Wir werden heute das Ganze ja, glaube ich, auch wieder mittels Timelapse machen. Erstens kriegt man mehr in einer Folge weiter, beziehungsweise die Folgen sind auch kürzer. Und für euch ist das Ganze, glaube ich, auch nochmal deutlich interessanter. Das Gute ist, wir können jetzt selbst Pisten generieren. Ist nur die Frage, ist die Zufahrt hier überhaupt notwendig oder soll man hier gut, hier rüber kann man schon mal keine Piste ziehen, aber man könnte theoretisch hier runter. Boah, hier, das wäre aber ein brutal steiles Gefälle. Und hier ist auch der See, also hier geht sowieso nichts. Den müssen wir erst auffüllen, aber hier ist halt wie gesagt ein See. Weil hierher eine Piste zu bekommen, wäre schon richtig geil. Dass man nicht nur hierher kommt, sondern eventuell auch von da drüben. Oder wir machen halt von hier weg eine runter. Weil hier wird es theoretisch auch erlauben. Und dann hier ein kurzes Stück und dann hier rüber. Und hier anschließend. Ich glaube, so machen wir es. Da geht die eine schon runter. Ja, ich glaube, das könnte gut so werden. Gut, würde ich jetzt aber mal kurz, bevor dass wir hier dann wieder in die Timelapse übergehen, schauen, wie ich hier, irgendwie muss ich ja den Pistenplan erstellen können. Wenn ich jetzt hier Escape drücke und auf Pisten gehe, ist immer noch alles so wie es vorher war. Das will ich natürlich nicht. Investition, gut, da kann man noch nichts auswählen. Hier, ja gut, Kredit. Das glaube ich jetzt erstmal nicht notwendig.
Okay. Gut, wir werden trotzdem hier wegfahren, dann so rüber und hier runter, dass wir hierher kommen. Pistenmäßig. Na, das ist mal Pistengebiet. Ich hoffe, das funktioniert so. Okay, das heißt, da müssen wir auf jeden Fall nachher gleich mal die Bäume entfernen. Gut, jetzt würde ich aber sagen, schaut mal eben um in den Timelapse-Mode und dann ja, könnt ihr das Ganze ein bisschen schneller verfolgen. We'll be right back.
Thank you.
So, dann gehen wir wieder hier in diese Ansicht. Die Timelapse ist jetzt vorbei. Und ja, ich muss sagen, sieht ja schon mal nicht so schlecht aus. Wir haben jetzt eigentlich im Grunde im heutigen Tag die ganzen Pisten gezeichnet. Aha, zieh mal eine an. Da müssen wir nochmal ein bisschen nachbessern, weil da kommen wir in den Bäumen rein. Das soll natürlich nicht sein. Wir haben eine 6er Strichstärke. Bäume sollten hier ausgelassen werden. Weil dann geht nämlich hier auch wunderbar eine Piste runter. Die müssen wir natürlich noch angleichen, damit das alles soweit passt. Aber ich glaube, das kann man schon mal gut so lassen. Vor allem, jetzt können auch hier die Leute vom Hotel hier hinten hochstapfen, reinsteigen in die Bretter und los geht's. Also die Piste muss auf jeden Fall noch angepasst werden. Es ist ja sowieso nicht aller Tage Abend. Hier runter ist auch noch ein bisschen buckelig. Das kriegen wir auch hin. Wir haben jetzt hier rüber eine Verbindung. Wir haben hier oben eine komplette Piste gezogen, dass man hier runter auch kommt. Das heißt, da ist schon... Ja, ich würde sagen, sieht schon mal nicht so schlecht aus. Hier runter könnte man theoretisch auch über den Weg eine Piste ziehen, aber das will ich jetzt an der Stelle nicht. Das soll mal so bleiben, wie es ist. Man muss ja nicht gleich übertreiben hier. Aber ansonsten glaube ich, sieht das schon relativ gut aus. Jetzt müssen wir nur noch schauen, wie wir die Pisten eben beschriften können, weil wenn ich jetzt hier mal auf Play gehe, whoop, gut, da stecke ich jetzt irgendwo. Ne, ich stecke gar nicht. Bin einfach nur da, wo ich zuletzt stehen geblieben bin. Wir können ja mal mit dem Bulli hier jetzt mal hochfahren. Einfach nur mal schauen, wie sich das Ganze so fährt, ob es da irgendwie Unebenheiten oder so gibt. So, jetzt geht's. Das ist immer wieder ein bisschen komisch, wenn man da einmal kurz weg war. Ja, die müssen wir auf jeden Fall an Schwarze deklarieren. Weil hier hoch das Stück brauche ich auch definitiv das Seil. Da geht's nicht ohne. Da geht's richtig gut steil bergauf. Schwarz oder zumindest rot, eins von beiden muss das werden. Hier muss ein Zaun hin. Aber ansonsten sieht das ja gar nicht mal so schlecht aus. Ich will jetzt nämlich einfach die zwei neuen Pisten abfahren. Jetzt dürfte es da schneeverschiebungsmäßig gar nichts mehr geben. Genau, dann wird es hier rum so weiter hochgehen. Das lassen wir aber erstmal weg. Wir fahren jetzt hier den alten Güterweg, der theoretisch immer noch befahren werden kann. Ganz tot ist er ja nicht, zumindest teilweise nicht ganz tot. Hier fängt das gute Ding nämlich an. Wenn wir jetzt mit dem Bulli hier runterfahren zur anderen Talstation und dann zum Schluss werden wir den unten einstellen, damit dass der auch dort ist, wo er hingehört. Boah, das ist aber ein langer Weg. Ich glaube, wir machen das anders. Hier der Pickup ist dann doch ein bisschen schneller. Wir schnappen uns den jetzt hier, dann fahren wir erstmal die komplett neue Piste hoch. Hier ist das See, da fehlt noch das Wasser, da weiß ich noch nicht, wie ich das da reinkriege. Aber wird noch kommen. Oder wisst ihr was, wir bleiben mal kurz hier stehen. Es gibt noch ein Fahrzeug, mit dem es schneller geht. Straßenfahrzeuge, nein, Pistengeräte, hier den. Dann fahren wir hier mit dem Shido. Und zwar geht die neue Piste hier hoch. Vielleicht noch ein bisschen smoothen das Ganze. Aber das ist definitiv eine schwarze. Da wollen wir nicht lange diskutieren.
oder sah irgendwie beim Terrain-Editor um einiges besser aus. Da muss auch noch nachgearbeitet werden, vor allem hier, da muss es noch smoother werden. Oh, da braucht man Eier, dass man runterfährt. Hier oben die Ecke muss auch noch ein bisschen schöner werden. Hier ist generell, hier muss man ein guter Skifahrer sein, wenn man hier von der Station weg will. Anfänger darf man da keiner sein. So, und hier müssen wir natürlich noch das Terrain auf Schnee umsetzen. Aber das sieht schon mal alles nicht so verkehrt aus. Ja, die ist uns, glaube ich, gut gelungen. Dafür, dass wir hier die Schlucht neu kreiert haben. Normalerweise fährt man ja auch nicht mit 80 Sachen darunter. Dann ist das Ganze schon nicht so schlecht. Sehr gut. Und hier, das ist jetzt auch offiziell eine Piste. Muss man auch noch ein bisschen smoothen. Dass es wirklich auch als diese genutzt werden kann. Dann sieht das schon mal nicht so schlecht aus. Hier sehen wir noch so ein bisschen das Problem, wir müssen hier alles schön auf die Kante hochziehen, damit dass man rüber ran schön hochfahren kann, rüber ran schön hochgehen kann. Hier sieht man es auch, das muss alles schön angehoben werden rundherum, zumindest die letzten paar Meter auf das Niveau gebracht werden, gleich wie hier auch. Das muss eigentlich hier mit dem Einstieg ziemlich eben sein. Da müssen wir noch ein bisschen nacharbeiten, aber das würde ich sagen, machen wir in der nächsten Ausgabe. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Däumchen nach oben sowie ein Abo und eine Weiterempfehlung da. Ich bin jetzt an dieser Stelle raus, verabschiede mich, sage tschüss und ciao, bis zum nächsten Mal.